Es ist Montag und Zeit für mehrere Themen. Ich hatte auf Twitter heute Morgen gefragt, was sind denn so FAQs, die man mal beantworten könnte? Und da wurde ich dann mit einer ganzen Reihe von Themen versorgt. Das ist die erste Seite und dann kommt gleich die zweite noch. Das beginnt bei Impfthemen, dann geht es um Beleidigungen, Wahlbeobachter und dafür habe ich mir heute Verstärkung reingeholt, nämlich den Alexander, der kann nichts tun, der arbeitet hier in der Kanzlei, der ist Rechtsanwalt seit einiger Zeit und Alex, ich glaube, du wusstest, dass wir hier auch Social Media machen, du wusstest, worauf du dich einlässt, oder? Ja, definitiv. Und warum hast du dann so rumgepienst, als es heute hieß, wir gehen jetzt live? Wir sind nicht live, wir machen eine Aufzeichnung natürlich. Weil ich es nicht gewohnt bin, aber aller Anfang ist schwer. Also gut, probieren wir es doch einfach. Ich habe dir gesagt, deine Rolle soll einfach nur sein, die Fragen zu problematisieren und ich versuche sie zu beantworten. Mhm. Und dann sagst du, wenn ich Quatsch geredet habe und dann hoffen wir, dass dadurch eine bessere Wirklichkeit dabei rauskommt. Der erste Bereich dreht sich um Impfungen. Also es war tatsächlich ein Schwerpunkt, dafür haben sich die meisten Leute interessiert. Dann leg doch mal los, oder wer liest hier die Fragen vor? Das kann ja jeder machen eigentlich, ne? Ja, der erste Punkt wäre Lohnfortzahlung für Quarantäne und Impftermin. Dazu hattest du ja bereits schon mal ein Video gemacht vor einiger Zeit, ist jetzt durch gewisse Ereignisse wieder in den Fokus gerückt worden. Und da sind sicher einige rechtliche Probleme, die zu problematisieren sind. Probleme, die man problematisieren kann, super. Ja, da gibt's schon. Wir haben zwei Themen. Das eine ist nämlich das Freistellen für den Impftermin, das ist gar nicht so viel, aber das viel gewichtigere ist, glaube ich, das Thema, was ist, wenn ich in Quarantäne versetzt werde. Mhm. Wir hatten da schon ein Video gemacht, könnte man jetzt verlinken, wenn man sich die Mühe machen würde oder man sucht sich's raus, weil das Infektionsschutzgesetz sagt, und das nicht erst seit gestern, sondern das gab es schon vorher, wenn ich in eine Quarantäne muss, die verhindert hätte werden können durch eine Impfung, dann bekomme ich keine Lohnfortzahlung. Ansonsten bekommt nämlich der Arbeitnehmer Lohnfortzahlung nicht vom Arbeitgeber, sondern vom Staat. Und da muss man vielleicht nochmal wieder zurück ansetzen. Man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ich kriege Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber, so wie bei Krankheit. Da gibt es einen Meinungsstreit, ob 615 BGB dabei gegeben ist oder nicht. Und dann, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass man kein Geld vom Arbeitgeber bekommt, bekam man es bisher vom Staat. Und das kann sich jetzt ändern, wenn eine Impfung zur Verfügung stand. Und das ist der entscheidende Punkt, ob wir jetzt schon so weit sind, dass eine Impfung zur Verfügung stand. Und da haben die Länder ein paar Schritte dazu gemacht. Und jetzt gibt es natürlich die Diskussion, ist das fair? Und da kommen wir dann schon fast wieder zum Thema, ist das eine Impfung durch die Hintertür? Genau. Was mich bei dem ersten Punkt noch interessieren würde, wenn du die Frage gestattest, ist der Punkt Verschulden bei der Lohnfortzahlung. Genau, da waren wir zu schnell. Ne? Also beim 615 BGB geht es ja um die Frage, ob jemand verhindert ist an der Ausübung seiner Arbeitskraft. Mhm. Und ja, welche Rolle spielt das Verschulden? Erklär du es den Zuschauern. Also die Frage, die ich mir grundsätzlich stelle, ist, oder wahrscheinlich auch viele andere, ist mit dem Verschulden beim Entgeltfortzahlungsgesetz. Wenn ich sage, okay, es ist ein zulässiges jetzt müssen wir schneiden. Nein, machen wir nicht viel, machen einfach weiter. Okay. Die Frage ist, wenn eine Impfung selber nur zu 95% oder noch weniger schützt, kann ich dann überhaupt als Arbeitgeber zum Beispiel beweisen, er hat sich angesteckt, weil er sich nicht hat impfen lassen, oder wäre das gleiche Ergebnis rausgekommen, hätte er sich impfen lassen? Das wirft die Frage auf, reden wir hier eigentlich von Verschulden oder von Kausalität oder von Beweisbarkeit. Mhm. Nehmen wir es mal auseinander. Die Frage ist ja eigentlich, da ist jemand infiziert und deswegen möglicherweise krank. Das ist jetzt gar nicht der Fall der Quarantäne, sondern das ist jetzt eigentlich eher der Fall Erkrankung, wo man Lohnfortzahlung hätte, es sei denn, man hätte die Erkrankung verschuldet. Ist eigentlich eine andere Konstellation. Meintest du die? Oder meintest du den Fall, dass jemand in Quarantäne ist, weil er sich nicht ferngehalten hat von Infizierten? Ersteres. Also, jemand wird krank, ja. Und dann haben wir natürlich das Beweisproblem, aber das kommt natürlich ganz am Schluss, das Beweisproblem, sondern zunächst mal haben wir die Frage, hat jemand ein Verschulden daran, wenn er sich infiziert und sich nicht vorher geimpft hat? Ja, beantwortest du selbst. Wie siehst du das? Wenn eine Impfung nicht zu 100% vor einer Erkrankung oder Infektion schützt, wie kann ich dann beweisen, dass ein rechtmäßiges Alternativverhalten, so rum heißt es, zu einem anderen Kausalverlauf geführt hätte?
Ich weiß gar nicht erstens, ob ich das überhaupt vollständig beweisen müsste und sehe da die Parallele zu den Verdachtskündigungen zum Beispiel, in denen ja eine überwiegende Wahrscheinlichkeit auch reicht. Mhm. Da stelle ich mir die Frage, ob das nicht auch schon reicht, vor allem vor dem Hintergrund, dass 95% Schutz oder sagen wir mal 90% Schutz oder 85% Schutz sind ja 85 von 100. Ob das nicht schon reicht und ob ich überhaupt den vollen Beweis in diesem Fall führen müsste. Das könnte dazu führen, dass wir einen prima facie Fall haben, einen Anscheinsbeweis, also weil der typische Kausalverlauf so aussieht, wärst du geimpft, wärst du nicht krank geworden, würdest du nicht ausfallen, sondern hättest halt höchstens eine schniefende Nase gehabt oder einen positiven PCR-Test, der dich nicht unbedingt gehindert hätte. Da kann man sich fragen, ob das nicht mit der Quarantäne zum gleichen Ergebnis geführt hätte. Aber nehmen wir es mal an, wenn man sagt, man hat einen typischen Kausalverlauf, dann würde die Rechtsprechung sagen, prima facie Beweis, Beweislastumkehr, dann muss der andere Teil, der Schuldner, eben beweisen, dass der Kausalverlauf anders war. Und das führt faktisch natürlich dazu, dass der Beweis schwer ausgeräumt werden kann. Weil der Beweis, wer wodurch sich angesteckt hat, der ist natürlich fast nicht zu führen. Deshalb kommt es eigentlich darauf an, wer die Beweislast hat. Aber das war gar nicht die Frage, die wir hier in dem, auf der Liste drauf hatten, nämlich Lohnfortzahlung für Quarantäne. Wir wollten ja die Frage stellen, habe ich einen Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn ich in Quarantäne bin? Und da sagt das Infektionsschutzgesetz im Grunde, wenn es eine Impfung gegeben hätte, die die Quarantäne verhindert hat, und zwar unabhängig von der Impfung, dann kriegst du kein Geld. Und das ist ein ziemliches Druckmittel. Vor allem müssen jetzt die Arbeitgeber aufpassen. Denn wenn die Arbeitgeber, so wie bisher, einfach Lohn fortgezahlt haben und sich dann das Geld geholt haben vom Staat, merken die vielleicht erst sehr spät, dass der Staat nicht zahlt. Und dann ist es auch zu spät, sich das Geld vom Arbeitnehmer zu holen. Das heißt, die Arbeitgeber müssen jetzt aufpassen, ob die Voraussetzungen vorliegen, weil der bisherige Auszahlungsweg, nämlich dass sie den Lohn weiterzahlen, das Geld hinterher holen, der könnte nachträglicherweise wegfallen. Wollen wir weitermachen mit den tollen Fragen, die uns die User reingeschickt haben. Impfpflicht und rechtliche Bedenken. Was war da die Fragestellung? Die Frage ist, stellt sich, glaube ich, grundsätzlich, ob es überhaupt in Deutschland eine Impfpflicht geben kann. Und was sich viele auch stellen oder welche Frage sich viele Leute stellen, ist der Unterschied zwischen der Impfpflicht für Corona und die Impfpflicht bei der Masernimpfung. Das ist so der klassische Vergleich, der immer gezogen wird. Da würde mich deine Meinung interessieren, wo siehst du Parallelen, wo siehst du Unterschiede und warum könnte eine Impfpflicht bei Corona-Schutzimpfungen anders zu behandeln sein? Wir hatten ja auf den Fragen auch solche Sachen wie Impfpflicht durch die Hintertür. Ist das nicht eine Impfpflicht durch die Hintertür? Wobei wir uns dann als Juristen fragen, ja, was heißt denn das, wenn es eine Impfpflicht durch die Hintertür ist? Wenn eine Impfpflicht rechtmäßig wäre, dann ist es egal, ob sie direkt oder durch die Hintertür kommt, vielleicht. Also müssen wir die erste Frage stellen, darf es bei Corona eine Impfpflicht geben für alle, für einzelne Berufsgruppen? Und das hast du die Frage aufgeworfen, ja, wir haben ja die Impfpflicht schon für die Masern. Das Bundesverfassungsgericht hatte darüber ja auch entschieden im Eilverfahren und hatte vorletztes Jahr gesagt, ist in Ordnung, verstößt nicht so eklatant gegen Grundrechte, als dass man das aussetzen müsste. Irgendwann will das Gericht dieses Jahr wohl auch noch eine endgültige Entscheidung treffen. Die wird vermutlich ähnlich ausfallen, es sei denn, sie haben jetzt aufgrund Corona irgendwie was Neues dabei gelernt. Also wie immer bei Grundrechtseinschränkungen ist das Schema, ich habe einen Eingriff in Grundrecht, das ist ziemlich schnell gegeben, zum Beispiel Freiheitsgrundrecht oder wegen körperlicher Unversehrtheit oder Berufsfreiheit. Also einen Eingriff habe ich wahrscheinlich schon zunächst einmal. Und dann ist die Frage, wie könnte es gerechtfertigt sein? Nehmen wir den Masernfall, da hat das Bundesverfassungsgericht ja auch ein bisschen was dazu gesagt. Die haben gesagt, weil die Anzahl der Grundrechtsträger ist größer. Die haben sozusagen verglichen. Wir haben auf der einen Seite die Person, die sich impfen lassen muss und die vielen anderen Menschen, die dadurch geschützt werden. Und das ist jetzt eine spannende Sache, weil jetzt durch die Masernimpfung vermutet wird, dass man einen sehr hohen Fremdschutz hat. Bei Masern geht man davon aus, wenn sich alle Leute impfen, dann können auch die Ungeimpften dadurch geschützt werden. Ja, das ist natürlich der Punkt, der könnte jetzt hier bei Corona anders sein, weil die Impfung vielleicht nicht so einen hohen Fremdschutzanteil haben könnte. Ne? Das ist wahrscheinlich einer der springenden Punkte und die anderen Punkte sind vermutlich auch, dass
wenn ich eine Impfpflicht für Masern habe, schütze ich ja die Kinder, die auch geimpft werden sollen oder müssen. Problem bei Corona ist, ich habe noch keinen Impfstoff für Kinder. Wenn ich aber einen Impfstoff für Kinder habe, würde ja der Grund eigentlich auch wieder wegfallen, der Schutz der Kinder, die nicht geimpft werden können aktuell. Also wäre das ein Gedanke, den man verfolgen könnte? Das muss man mal sortieren. Du sagst quasi, die Verfügbarkeit des Impfstoffes könnte eine Auswirkung haben auf die Abwägung, wenn ich eine Gruppe schützen muss, die sich nicht impfen lassen kann, dann komme ich eher zu einer Impfpflicht, weil die Leute sich nicht selbst schützen können. Ist das denn bei Masern so, dass sich viele Leute nicht schützen können? Weil Impfstoff stünde ja an sich zur Verfügung. Nein, bei Masern ist es ja gerade so, dass sich Kinder und die Personen, die im Näheverhältnis der Kinder in der Kita oder sonstiges mit denen eng zusammenarbeiten, sich impfen lassen müssen, vor dem Hintergrund, dass Masern vermieden werden wollen. Aber also, bei Corona habe ich ja gerade noch keine zugelassenen Impfstoffe für Kinder, für ganz junge Kinder. Also die Verfügbarkeit der Impfstoffe spielt definitiv eine Rolle, weil Leute, die sich impfen lassen können, sind natürlich weniger schutzbedürftig. Und das bedeutet für Corona natürlich auch die Frage, wenn sich jetzt Ungeimpfte entscheiden, sie lassen sich nicht impfen, müssen dann alle anderen Menschen sich einschränken, um die zu schützen, die sich ja auch hätten selbst schützen können? Ist eine Überlegung. Allerdings nicht die einzige. Das alleine schlägt nicht durch. Da haben wir den Vergleich Selbstschutz. Also darf der Staat dir vorschreiben, dass du dich schützen musst? Da sind wir wieder bei der Gurtpflicht, die genauso heiß diskutiert worden ist in den 70er Jahren mit den Begründungen, warum das schlimm ist und dass die Sicherheitsgurte das Risiko aus Autofahren noch schlimmer machen. Wir haben darüber nachgedacht. Letztes Jahr war die Geschichte, wir schützen uns alle gegenseitig. Jetzt könnte man sagen, jeder kann noch selbst entscheiden, ob er sich schützen lassen will. Und trotzdem sagt der Staat und auch die Rechtsprechung wohl, dass es ein legitimes Ziel ist, Menschen vor sich selbst zu schützen, Menschen vor einer Erkrankung zu schützen und natürlich gleichzeitig auch das Gesundheitssystem zu schützen vor einer Überlastung. Weil das könnte wiederum dazu führen, dass andere Leute gefährdet werden, wenn zu viele Leute mit Corona in den normalen oder in den Intensivstationen liegen. Du hattest da was zur Helmpflicht rausgesucht, oder? Ja, ich hatte mich vor einiger Zeit mit dem Fall beschäftigt, der Helmpflicht und mit einer Argumentationsstruktur eines deutschen Gerichtes, was unter anderem in seiner Argumentation aufgeführt hat, dass der Fahrer, der einer religiösen Gruppe angehört hat, trotz des Tragens eines Turbans, einen Helm zu tragen hat. Und die zweite Begründungsargumentation war, dass diese Person den Helm tragen soll, damit eben mögliche Retter oder Passanten oder ähnliche, die zum Beispiel zu einem Unfall gerufen werden, weniger schlimme Verletzungen versorgen müssen oder erst versorgen müssen. Das war eine sehr interessante und eine spannende Begründung. Also mein erster Gedanke dabei war, das klingt wie Hambacher Forst und der Brandschutz, so eine vorgeschobene Argumentation, aber trotzdem muss man sich damit erstmal auseinandersetzen. Ich glaube, wir haben vom Grundsatz her erstmal die Diskussion Religionsfreiheit, die ja nach Artikel 4 unbeschränkt geschützt wird, also Eingriffe gegen die Religionsfreiheit sind ja nur möglich, wenn ich andere Rechtsgüter auch im Verfassungsrang habe. Das ist also wesentlich schwerer, einen Eingriff in die Religionsfreiheit zu rechtfertigen. Und wenn jemand sagt, ich trage einen Turban aus religiösen Gründen und das geht nicht mit Motorradhelmen vermutlich, geht das nicht? Kann man nicht irgendwie, gibt es nicht vielleicht Motorradhelm-Versionen, die man da drunter packen kann? Oder wäre zumindest eine Marktlücke. Oder oben drüber packen, über den Helm würde das gelten? Also gehen wir mal davon aus, es geht nicht, es kollidiert einfach mit dem Interesse, einen Helm zu tragen. Und dann muss die Rechtsprechung ziemlich gute Gründe finden, warum ein anderes Rechtsgut im ähnlichen Rang es rechtfertigt, das vorzuschreiben. Ob die Abwägung jetzt so richtig war mit der Helfer will nicht so schlimme Sachen sehen, deswegen trägst du gefälligst einen Motorradhelm. Oder ob man einfach, wie beim Hambacher Forst gesagt hat, das muss jetzt rauskommen, ich suche die entsprechende Argumentation. Macht das die Justiz jemals, dass sie sich Argumente hinterher aussucht? Diese Frage würde ich gerne nicht beantworten. Der Alex, der kommt ja frisch aus dem Studium und Referendariat und da sind Juristen noch vorsichtig. Nein, eigentlich noch voller guter
Vorsätze und Naivität? Nein, nicht. Also wenn du die Auskunft schon verweigerst, wirst du schon deine Gründe haben. Aber man darf ja aus der Verweigerung der Auskunft keine Rückschlüsse ziehen. 55 STPO und Nemo Tenetur. Die kommen ab, wir sind voll im Labern und jetzt merkt man auch, dieses Format führt natürlich dazu, dass es länger wird. Wir waren eigentlich bei der Fragestellung zur Impfpflicht durch die Hintertür. So, gibt es eine Impfpflicht und ist sie zulässig? Wir haben jetzt über Masern gesprochen, da gibt es sie, da ist sie vermutlich zulässig. Und warum sollte das bei Covid-19 anders sein? Sag du es mir. Ich glaube, da bestehen verschiedene Punkte, die anders laufen als bei der Masernimpfung. Vor allem die Tatsache, dass wir bei der Masernimpfung einen vollständigen Impfschutz haben, der ein Leben lang hält im Idealfall, den wir aktuell bei der Corona-Situation oder bei den Corona-Impfstoffen noch nicht garantieren können. Jetzt schauen wir erstmal, in welche Richtung zahlt das jetzt eigentlich ein. Masern ist leichter zu impfen, weniger Nebenwirkungen für, also einmal impfen für fast lebenslangen Schutz. Mhm. Covid-19, Impfschutz reicht nicht so lange. Das heißt, ich habe möglicherweise die Impfreaktionen, Impfschäden und Risiken häufiger. Das würde jetzt gegen eine Impfpflicht sprechen, oder? Das spricht gegen eine Impfpflicht. Also zumindest ist das einer der springenden Unterschiede zwischen Corona und Masern. Und jetzt ist das Wichtige bei juristischen Abwägungen. Nur weil die Gegenseite ein Argument hat, gewinnt sie den Krieg noch nicht. Wir sammeln also erstmal, was für und gegen spricht. Also es könnte sein, dass an der Stelle durch die schwächere Effektivität des Impfstoffes gegenüber Masern es schwieriger sein könnte, eine Impfpflicht zu begründen. Was haben wir noch? Was aber, also wenn wir jetzt hin und her argumentieren wollen, spräche für eine Impfpflicht, dass es wenige geeignete Mittel gäbe, die das gleiche Ziel verfolgen oder gleich effektiv sind. Da bist du bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit und zwar bei Erforderlichkeit. Also das alte Schema, geeignet, Erforderlichkeit, angemessen. Mhm. Und jetzt bist du bei der Frage erforderlich, gibt es ein alternatives Mittel, was zum gleichen Zweck führt? Gibt es ja, Lockdown. Lockdown ist ein prima Mittel, alle einsperren, dann gibt es keine Infektionen. Das ist eine Alternative zur Impfung. Mhm. Aber der Lockdown ist möglicherweise nicht das mildere Mittel. Aber das ist vielleicht Ansichtssache. Manche Leute sagen, ach, sperrt doch einfach alle Leute ein, macht die Wirtschaft zu, die Schulen und so weiter. Gut, jetzt werde ich zynisch an der Stelle. Tendenziell würde man sagen, dass der Lockdown kein milderes, sondern ein schärferes Mittel ist. Ne? Mhm. Was spräche denn noch für eine Impfpflicht aus deiner Sicht? Jetzt muss man überlegen, was ist überhaupt das Ziel, was man mit der Impfung erzielt. Einerseits Schutz der geimpften Personen, Schutz von anderen Personen und Schutz des Gesundheitssystems insgesamt. Das war ja eigentlich die Argumentation zu Beginn der Pandemie, aber wir wollen nicht politisch werden, dass man das Gesundheitssystem stabil halten will. Und das war auch das, was die Rechtsprechung immer angenommen hatte bei jeder Angemessenheitsprüfung. Wir haben uns einige angeschaut in der Rechtsprechung. Sie haben immer gesagt, der allgemeine Gesundheitsschutz ist ein so einschneidend wichtiges Rechtsgut, dass man dort im Grunde genommen alles drunter unterordnen kann. Selbst wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es funktioniert, so nach dem Motto, das muss man auf jeden Fall probieren, das Risiko darf man gar nicht erst eingehen. Das ist ein Totschlagargument eigentlich, ne? Also allgemeiner Gesundheitsschutz. Mhm. Gilt wahrscheinlich auch hier, aber Kritiker werden dem wahrscheinlich entgegenhalten. Naja, aber die Intensivbettbetten und das DIVI-Register ist ja falsch und wir haben noch gar keine Überlastung. Aber das ist Fallfrage. Ob das der Fall ist oder nicht, fragen wir die Gutachter, fragen wir die Statistiken. Ja. Wollen wir mal weitermachen beziehungsweise halten wir mal fest, wir glauben, dass juristisch eine Impfpflicht, zumindest eingeschränkt auf bestimmte Berufsgruppen oder Situationen, denkbar wäre. Und da muss man fast sagen, es geht gar nicht so sehr darum, was wir jetzt für richtig oder falsch halten. Wir sind Anwälte, wir geben Prognoseentscheidungen, wie sich ein Gericht entscheiden würde. Und dann kann man sagen, finde ich schlecht, dann kann man sich eine andere Rechtsordnung suchen oder Artikel 19 Absatz 4 in Anspruch nehmen. Aber das ist auch das, was ich immer eigentlich so albern finde an, jetzt kommt auch wieder die Querdenker, wenn sie glauben, sie könnten mit juristischen Mitteln versuchen, das Rechtssystem aushebeln und dafür die Justiz anrufen. Als Anwalt muss ich meinen Mandanten sagen, passt auf, die werden wahrscheinlich dem Robert-Koch-Institut glauben. Und du wirst wahrscheinlich mit einer Argumentation, die wissenschaftlich nicht anerkannt ist und auch nicht überzeugen kann, vermutlich bei deutschen Mainstream-Gerichten nicht durchdringen. Also kannst du es dir eigentlich auch sparen.
Ja. Und wenn es eine globale Verschwörung gibt, dann ist es echt unwahrscheinlich, dass die Verschwörung ausgerechnet bei der Justiz Halt macht und die Richter sagen werden, oh ja, klar, da ist ja eine Verschwörung, die werden wir jetzt hier beenden und gut, dass du die Klage erhoben hast, damit wir das endlich mal klarstellen konnten. Machen wir weiter mit. Wann wird Impfzwang durch die Hintertür rechtswidrig? Ja, das haben wir mit beantwortet. Also wenn sie durch die Vordertür rechtmäßig ist, dann wird sie durch die Hintertür nicht rechtswidrig. Aber wir haben heute in der Küche etwas länger zu dieser Frage diskutiert, weil die Impfpflicht durch die Hintertür könnte etwas gemeiner sein, weil sie schwerer anzugreifen ist. Also was ist denn die Impfpflicht durch die Hintertür? Impfpflicht durch die Hintertür ist eigentlich eine faktische Impfpflicht für Leute, die alternativlos sind, weil sie zum Beispiel keine 120 Euro für einen Impf-PCR-Test haben, wo ja jetzt aktuell die Preise veröffentlicht wurden oder aufgerufen wurden, oder man von grundsätzlich oder grundrechtlich gewährleisteten Lebensbereichen abgeschnitten wird ohne Impfung oder Test und im Endeffekt läuft es aufs gleiche Ziel hinaus. Und es wird auch genauso geprüft. Ich hatte erst gedacht, das kann man nicht prüfen, weil man kann ja schlecht verwaltungsrechtlich sagen, Staat, bezahl mir die Impfung. Also ist wesentlich schwerer, wenn es nicht so einen entsprechenden Anspruch in einem Gesetz gibt. Aber die Testpflicht und die Subvention der Tests hängt ja immer zusammen mit irgendeiner anderen Grundrechtseinschränkung. Wie zum Beispiel, du darfst nicht ohne Test ins Restaurant gehen und du musst dir einen PCR-Test für 120 Euro besorgen dafür, dann würde man in der Angemessenheitsprüfung genau diese Abwägung durchführen. Ich kann nicht ins Restaurant gehen, das ist eine Einschränkung meiner Freiheitsrechte, keine besonders schwerwiegende, aber immerhin ein Eingriff in Artikel 2. Und bei der Abwägung würde man jetzt sagen, wie schwierig ist es, die Hürde zu nehmen, den Test zu machen oder viel Geld zu machen für den Test. Und das wiegt dann ein bisschen mehr, wenn der Test sehr teuer ist. Und das könnte man bei so einer Abwägung berücksichtigen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute geben wird, die dann daraufhin testen. Sie müssen aber den Umweg gehen und die Relevanz des Tests erst einmal in den Fall mit einbauen. Also sie müssen gegen eine Corona-Maßnahme der Landesverordnungen oder der allgemeinen Verfügungen wohl vorgehen. Ich glaube, in diesem Dunstkreis ist auch genau die Frage, wie kann sich die einzelne Person bei einer nicht bestehenden Impfpflicht gegen bestimmte Sachen wehren im grundrechtlichen Bereich, weil wenn ich eine Impfpflicht habe, kann ich als Bürger dagegen gerichtlich vorgehen. Wenn es keine Impfpflicht gibt, was mache ich als Bürger? Das ist die Frage, ob sich dadurch auch der Rechtsschutz erschwert. Was die Frage aufwirft, hat ein Bürger eigentlich einen Anspruch darauf, dass der Staat eine Impfpflicht verhängt? Wir hatten die Diskussion im letzten Jahr, als es auch um Zero-Covid-Strategien geht, kann man den Staat verpflichten? Und da muss man sagen, prozessual mit den Rechtsschutzmitteln ist das wesentlich schwerer, einen Staat zu verpflichten. Da waren die Fragen, ja, kann man da nicht gegen Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen Strafanzeige erstatten? Aber die Bereiche, die Abwägungsbereiche, Möglichkeiten für Politiker sind ziemlich weitgehend. Und es ist viel leichter natürlich juristisch gegen eine Maßnahme vorzugehen, als gegen ein Unterlassen. Also wenn ein Politiker, eine Regierung sich entschieden hat, wir entscheiden uns zu diesem Risiko, wir bewerten jetzt zum Beispiel offene Schulen wichtiger als Reduktion der Inzidenz, dann ist das ziemlich schwierig, dort mit juristischen Mitteln gegen vorzugehen. Ja. Machen wir doch weiter. Was haben wir? Arbeitgeber verlangt Schadensersatz bei Ausbruch von Ungeimpften. Nein, nicht die Ungeimpften brechen aus, sondern bei einem Corona-Ausbruch. Da hatte jemand einen lustigen Tweet drunter gesetzt. Bezieht sich auf einen Screenshot, der gerade in Twitter umgeht. Hast du den gesehen? Habe ich nicht mitgekriegt. Du bist nicht den ganzen Tag auf Twitter. Das liegt daran, weil du wahrscheinlich noch Mandanten verarzten musst dabei. Da ging es eben darum, ein Unternehmen hatte also geschrieben, sie, weil sie ungeimpft waren, haben hier diesen Ausbruch von Corona zu verantworten und wir prüfen jetzt rechtliche Schritte. Und die Frage ist, welche rechtlichen Schritte könnten das sein? Da kommen mir in Sinn Abmahnung, Kündigung, Schadensersatz. Weil jemand durch Nichtimpfung eine Infektion verursacht hat. Ja, was meinst du mit dem, was wir vorhin diskutiert haben? Ich glaube, mir stellt sich sofort die Frage nach der Kausalität, nach dem Nachweisproblem. Ich glaube, das schlägt genau in die Kerbe, was wir vorhin besprochen haben und ist wahrscheinlich auch anzuwenden auf genau, oder die Argumentation ist zu nutzen genau für diesen Fall.
Wie soll ich das beweisen? Zumal ich hier keinen prima facie Beweis habe. Also, das ist eigentlich etwas, was in der Prüfung erst am Schluss kommt, nämlich kannst du es beweisen. Angenommen, man könnte es beweisen durch Sequenzierung oder was auch immer, stellt sich aber trotzdem die Frage, ist es denn überhaupt eine Pflichtverletzung, sich nicht geimpft zu haben? Dazu müsste es ja erstmal eine Pflicht gegeben haben, des Arbeitnehmers sich impfen zu lassen. Und da kommen wir jetzt zu dem Bereich der Impfpflicht aus dem privaten Umfeld, im Arbeitsrecht. Kann ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern vorschreiben, sich impfen zu lassen? Wie hättest du das gefunden, wenn ich gesagt hätte, Alexander, wenn du hier arbeiten willst, musst du dich impfen? Ich persönlich hätte es nicht schlimm gefunden, weil ich ein großer Befürworter der Impfung bin. Ah, du bist ein Impfling, ein Systemling, scharf, scharf und so weiter. Gut, dass wir das. Ich glaube, es war Einstellungskriterium. Nein. ich glaube, ich kann verstehen, dass viele sich daran aufreiben, aber ich persönlich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden. Aber als Anwalt von jemandem, der sich nicht impfen lassen wollte, wie hättest du dem geholfen oder argumentiert? Ich hätte mit meiner grundrechtlich geschützten Freiheit argumentiert. Ja. Und arbeitsrechtlich. Genau, also es geht quasi um die Frage, wie weit geht das Direktionsrecht des Arbeitgebers? Darf der Arbeitgeber mir vorschreiben? Der Arbeitgeber darf sagen, du arbeitest heute mal eine Stunde früher oder später oder du gehst jetzt von der Frauenland-Filiale in die Sandarau-Filiale. Wenn ich sage, du arbeitest von nun an in Hamburg, könnte es schon ein bisschen schwieriger werden mit dem Direktionsrecht. Wenn ich sage, du trägst von nun an lustige Mützen oder Uniformen, kann man sich schon fragen, ob ein Anwalt ein Influencer-T-Shirt bei der Arbeit tragen muss, ob das noch davon gedeckt ist. Aber hier geht es ja um die Frage, kann ich als Arbeitgeber von meinem Arbeitnehmer verlangen, dass er sich stechen lässt und eine Impfung über sich ergehen lässt? Und ich glaube, das ist nicht ohne weiteres möglich. Da muss es schon Gründe dafür geben. Also wir in der Anwaltskanzlei mit ganz vielen Leuten im Homeoffice, da könnte man durchaus sagen, es ist nicht unbedingt erforderlich. Also das könnte in der Anwaltskanzlei tatsächlich problematisch sein, weil man auch auf andere Weise einfach eigentlich Infektionen verhindern könnte. Ne? Im Pflegebereich könnte die Sache anders aussehen. Da wird man genau die gleichen Fragen sich stellen. Ist es geeignet, erforderlich, angemessen? Da kommt natürlich auch rein, wenn du Patienten, Bewohner hast, die über 80 Jahre alt sind, obwohl sie doppelt geimpft sind, steigt deren Risiko an einer Durchbruchsinfektion natürlich signifikant, wenn du von ungeimpften, infizierten Personal behandelt wirst. So gesehen könnte es da schon durchaus arbeitsrechtlich zulässig sein, eine Impfpflicht aufzunehmen. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, wenn du diese Impfpflicht verletzt hast oder womöglich sie vorgetäuscht hast, also vielleicht noch das was dazu. Ich meine, der Arbeitgeber hätte natürlich, wenn er wusste, ich habe ungeimpfte Mitarbeiter, dann hätte er sie ja eigentlich nicht einsetzen dürfen. Also da fragt man sich ja so ein bisschen, ist das nicht ein Mitverschulden des Arbeitgebers, wenn er wusste, die Leute sind nicht geimpft oder er hat es nicht überprüft. Was uns wieder zu der Frage bringt, darf er es abfragen? Da habe ich neulich ein Interview mit dem Datenschutzbeauftragten gehört, der gesagt hat, na gut, wenn ich genau frage, dann habe ich natürlich sensible Gesundheitsdaten. Ich kann aber das Ganze ein bisschen dadurch abmildern, indem ich sage, du musst mir sagen, ob die 3G-Regeln auf dich zutreffen. Das ist ein bisschen fadenscheinig, so nach dem Motto, du bestätigst mir, dass 3G auf dich zutrifft, aber du musst nicht genau sagen, welches der 3Gs jetzt gegeben ist, aber du musst es mir natürlich trotzdem nachweisen. Da tut man sich mit dem Datenschutz manchmal schwer und wenn der Datenschutzbeauftragte sagt, ist also gar kein Problem, der sagt ja immer, keine einzige Maßnahme im Datenschutz wurde jemals durch Datenschutz verhindert und dann tun sich die Leute, die nicht so hundertprozentig firm sind im Datenschutz, schwer zu sagen, was jetzt wirklich am Datenschutz gescheitert ist. Und die Leute, die sich so gut im Datenschutz auskennen, sind dann oft wieder auch die Befürworter vom Datenschutz. Deshalb ist das immer manchmal eine unfaire Diskussion. Zum Beispiel, Datenschutzbeauftragte hatte gesagt, und ich komme ein bisschen vom Thema ab, in der Diskussion wurde behauptet, dass Südkorea mit einer App gearbeitet hatte und das hatte bei uns nicht funktioniert. Und da war einfach jemand unpräzise in der Diskussion, weil was die Südkoreaner gemacht hatten in der ersten Phase der Pandemie war, sie haben die Mobilfunkdaten verwendet.
Und das wäre in Deutschland völlig undenkbar gewesen, dass man Mobilfunkdaten zuordnet, um dann die Leute zu warnen vor Ausbruchsherden. Da könnte man schon sagen, das Argument war nämlich richtig. Das hätte ohne Datenschutz natürlich im Sinne der Bekämpfung der Pandemie besser funktioniert. Das kann man trotzdem sagen, das war der Datenschutz aber wert, dass wir nicht einfach Mobilfunkdaten so an den Staat weitergeben. Und da waren die Koreaner anscheinend weniger empfindlich dabei. Ja. Jetzt tun die sich schwer mit der Impfung, aber jetzt kommen wir vom Thema ab. Impfung von Jugendlichen gegen Elternwille. Das haben wir nicht vorbesprochen, das war eine Frage, die kam in Twitter. Was macht ein 17-Jähriger? Alex, nicht vorbereitet. Weißt du die Lösung? Kann ein 17-Jähriger sich impfen lassen? Oh, 1666, das ist vielleicht ein Fall, wenn die Eltern die Zustimmung nicht geben, könnte das Kindeswohl Gefährdung sein, dann muss der Familienrichter rein und eine einstweilige Anordnung erlassen. Aber vorher muss man die Frage stellen, braucht denn der 17-Jährige überhaupt die Einwilligung seiner Eltern, wenn er sich impfen lässt? Ja, die Lösung dazu ist, ich habe es auch nachschauen müssen, ich wusste es nicht auswendig, die Ärzte müssen einfach darauf abstellen, ob die Einwilligungsfähigkeit beim Minderjährigen gegeben ist. Und das sagt man so ab 14, 15 Jahren, je nachdem, wie schlau der so ist, ob er versteht, was er da tut, kann er selbst darüber entscheiden. Und er braucht deshalb nicht die Einwilligung der Eltern. Das hat man auch, kennst du bestimmt auch noch aus deiner Jugend, die Antibabypille, kriege ich die erst ab 18 und kriege ich sie auch mit 15 oder 16 oder 17, jetzt läuft der Rot an und muss man da die Eltern fragen und informieren. Das ist genau die gleiche Fragestellung. Einwilligungsfähigkeiten dürfen Minderjährige selbst machen und beim 17-Jährigen wird man schon annehmen, der braucht die Eltern nicht fragen, auch wenn die Impfgegner aber sind. Aber auch das wieder eine Einzelfallentscheidung. Bestimmt. Kommt auf den 17-Jährigen an. Also es gibt sicher auch Fälle wie im allgemeinen Strafrecht. Ja. Also mit, kommt auf den Einzelfall, ist man als Jurist immer auf der sicheren Seite. Mhm. Off-Label-Impfung für Kinder. Wow, dazu hast du was rausgesucht, ne? Ja, ist ganz interessant. Die Off-Label-Benutzung von Medikamenten ist gar nicht so unüblich, wie man es auf den ersten Blick vermuten mag. Und Off-Label-Use von Medikamenten ist Usus tatsächlich und wurde auch sehr lange von den gesetzlichen Krankenkassen so bezahlt. Das hat sich ein bisschen gewandelt aus Gründen, aus anderen Gründen. Und es gibt tatsächlich, ich habe die drei Voraussetzungen rausgesucht, ich würde die hier einfach ganz unvorbereitet vorlesen. es gibt drei grundsätzliche Punkte, wie ein Off-Label-Use gerechtfertigt werden kann. Unter anderem, es muss eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen. Mhm. Es darf keine andere Therapien geben und es muss begründete Aussicht bestehen, dass ein Behandlungserfolg eintritt und dieser Behandlungserfolg kann durch Forschungsergebnisse belegt werden. Und das klingt auf den ersten Ansatz gar nicht so uninteressant für die Corona-Impfung, meiner Meinung nach. Jetzt hast du aber gesagt, schwere Erkrankung. Impfung ist natürlich noch keine Behandlung einer Erkrankung, sondern nur die Vorsorge. Prävention. Gilt das genauso für solche Fälle? Also, dass da eine schwere Erkrankung im Raum stehen könnte, ist klar, aber das auf Label, man hat das in der Krebstherapie sehr häufig, glaube ich. Also bei wirklich schweren Erkrankungen, wo man sagt, ich habe nichts, wir haben kein anderes Medikament, probieren wir doch einfach mal Aspirin. Mhm. Oder probieren wir was ganz, ganz Malaria-Medikament oder sowas. So kann man Off-Label machen. Wir Juristen haben ja die Frage nicht zu klären, ob das jetzt eine gute medizinische Idee ist, sondern die Frage, die an uns herangetragen wurde, war, wie kann der Arzt sicherstellen, wenn er Off-Label machen will, dass er dann nicht haftet? Zum Beispiel Fall 1, er haftet, obwohl es gut geht, aber jemand anders sagt, allein der Off-Label-Use ist ein Verstoß gegen Arzneimittelgesetz, Körperverletzung, Einwilligung, was auch immer. Und der zweite Fall natürlich, es geht nicht gut, es treten Nebenwirkungen ein, die nicht gewünscht waren, nicht erwartet waren. Und da war dann immer die Frage nach Haftungsbeschränkungen. Gibt es irgendeinen magischen Schein, den Juristen entwerfen können, mit dem man einen Off-Label-Use für unter 12-jährige Kinder beispielsweise vornehmen kann? Das wird ja tatsächlich erwogen oder vielleicht auch gemacht, dass man unter 12-Jährige impft, zum Beispiel mit der Dosis, die jetzt auch gerade in der Zulassungsstudie verwendet wird, Drittel Impfstoff von Erwachsenen, glaube ich. Und der Punkt ist, ein Haftungsausschluss, der die Haftung für die Verletzung von Leib, Leben, Körper ausschließen soll, funktioniert nicht.
Das ist gesetzlich einfach, jedenfalls wenn es vorformuliert ist, durch das AGB-Recht verboten. Der Weg, der funktionieren würde für einen Arzt, ist die Aufklärung. Der Arzt kann Off-Label-Use einsetzen, wenn es pflichtgemäß ist. Und das ist das, was da auf deinem gelben Zettel steht, auf der einen Seite. Und zum anderen, wenn er sicherstellt, dass die Patienten oder die Eltern genau wissen, was sie tun, dass sie alle Gefahren erkannt haben und dann sagen, okay, ich weiß, das kann total schief gehen, ich will es trotzdem. Und da muss man eben aufpassen, das ist mit einem Formular unterschreiben vielleicht nicht getan, weil wenn die Eltern später sagen, ja, ich sollte irgendwas unterschreiben, aber ich weiß gar nicht, was ich da unterschreiben sollte, das reicht dann nicht. Das heißt, die Ärzte müssen sich ein bisschen mehr Mühe geben, sicherzustellen, dass sie wirklich die Risiken verstanden haben, weil später in dem Prozess wird man die Eltern fragen, so, haben sie verstanden wirklich, was da drauf stand? Hat man es mit ihnen besprochen? Haben sie Zeit gehabt? Oder war das schnell, schnell unterschreiben, so wie man halt AGBs unterschreibt? Und wen würde ich dann aufklären? Also das stellt sich mir wieder die Frage, was wir vorhin auch schon wieder hatten, ist, was ist, wenn der 17, 16, 15-Jährige oder Jährige sich impfen lassen will und die Eltern sagen, nein, möchte ich nicht. Aber das wäre kein Off-Label-Fall, ne? Weil der 17-Jährige kann sich ja mit BioNTech und Moderna... Oder der 11-Jährige, beim 12-Jährigen wird es schwierig sein mit der Einwilligungsfähigkeit, aber tatsächlich, das ist das Schwierige. Ich muss den richtigen, also bei anderen Fällen, Impfungen von normalen Label-Use, wenn ich den 16-Jährigen habe, aber ich kläre nur die Eltern auf und nicht den 16-Jährigen, könnte ich ein Problem haben. Mhm. Das erinnert mich an die Zustellung der einstweiligen Verfügung, wenn man nicht ganz weiß, ist der Prozessbevollmächtigte bestellt oder nicht. Man muss den richtigen treffen. Mhm. Als Arzt kann man natürlich einfach beide aufklären, ne? So wie man auch das bei der Zustellung machen würde. Bei 11-jährigen Kindern wird man wohl sagen, da kommt es auf die Eltern an. Und dann hat man natürlich erst recht das Problem mit zwei Erziehungsberechtigten. Am besten sollte man beide, man muss gucken, wer fürsorgeberechtigt. Oder das Problem, dass der 11-Jährige sich partout nicht impfen lassen will. Oh, das. Aus bestimmten Gründen, was man ja nachvollziehen kann. Und die Eltern sagen, doch, du impfst dich jetzt. Was macht der Arzt dann? Ich glaube, da wartet man lieber, bis die Zulassung kommt. BioNTech hat sie beantragt, sagt, das könnte innerhalb von einigen Wochen passieren. Ich glaube, die Fälle von F-Label-Kinderimpfungen werden nur sein, wo sich wirklich alle ziemlich einig sind. Man kann den Ärzten nur empfehlen, sich viel Zeit zu nehmen für diese Fälle. Mhm. Machen wir weiter. Impfung gegen Elternwillen, Off-Label-Impfung von Kindern, Datenschutz und Impfstatus. Hey, das haben wir schon mit erschlagen vorhin. Test- und Impfpflicht für Arbeitnehmer, das haben wir auch schon mit erschlagen. Also alle Impffragen eigentlich erledigt. Und dann können wir sozusagen mit diesem Teil hier Schluss machen. Was haben wir noch vergessen? Eine Frage hätte ich noch, die mir vorhin gekommen ist bei der Lohnfortzahlung. Wenn ein Arbeitgeber die Lohnfortzahlung verweigert aus Gründen des 56 Infektionsschutzgesetzes, der Arbeitnehmer sich jetzt aber aufs AGG beruft, unter anderem Religionsfreiheit, was macht der Arbeitgeber? Nochmal die Konstellation. Du sagst, ich habe die normale Konstellation, Lohnfortzahlung wird nicht bezahlt, weil wahrscheinlich selbstverschuldete Quarantänemaßnahme und der Arbeitnehmer verklagt den Arbeitgeber wegen AGG, rechtlichen Verletzungen, wegen zum Beispiel Religionsfreiheit, weil das Problem an der Sache ist. Also du sagst quasi, weil aufgrund seiner Religion er sich nicht impfen lassen konnte, stand ihm die Impfung nicht zur Verfügung. Mhm. Wir haben da zwei Ebenen. Das eine ist der 615 BGB und das andere ist das Infektionsschutzgesetz, ob eine Impfung zur Verfügung stand. Und wir können den Aspekt auch im Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich betrachten. Dann betrifft es aber nicht das Verhältnis Arbeitnehmer gegenüber Arbeitgeber, sondern Arbeitnehmer gegenüber Staat. Mhm. Dann würde er sagen, lieber Freistaat Bayern, für mich stand eben keine Impfung zur Verfügung, weil die war mit einer Infektion, mit einer Injektion verbunden. Schluckimpfung darf ich, aber Nadeln nicht. Keine Ahnung, gibt es solche Religionen, die Spritzen verbieten? Zeugen Jehovas oder so? Ich glaube, Zeugen Jehovas sind... Dürfen die Tabletten nehmen oder... So tief bin ich da nicht drin, aber ich glaube, wahrscheinlich gar keine. Was ist, wenn ich Querdenker bin? Ist das nicht auch eine Religionsart? Vielleicht eine Weltanschauung eher. Tatsächlich hatten wir diese Frage wirklich schon, ob es nicht unzumutbar ist, Maske zu tragen, wenn man Anhänger der Querdenkenbewegung ist. Weil, und da waren einige der Infektionsschutzverordnungen
schlecht formuliert, weil da war eben drin, aus anderen Gründen unzumutbar, eine Maske zu tragen. Und da war der Argumentationsleitfaden von Querdenkern: Hey, ich bin Querdenker, ich würde mich ja total widersprüchlich verhalten, wenn ich jetzt eine Maske anlegen würde. Bestimmt haben die es auch bei den Demonstrationen verwendet. Wenn ich gegen Maske demonstrieren will, kann ich doch nicht eine aufsetzen. Das gehört doch dazu. Das ist ja venire contra factum proprium sozusagen. Mhm. Das könnt ihr mir nicht zumuten. Hat natürlich nicht funktioniert als Argumentation. Aber Artikel 4 Grundgesetz funktioniert nicht für Querdenker. Die haben ja auch versucht, in Lockdown-Situationen Spaziergang-Demonstrationen als religiöse Veranstaltung zu deklarieren. Und da gibt es eben Voraussetzungen, wann man sich auf Religionsfreiheit berufen kann. Nur weil man an Michael Ballweg oder Attila Hildmann glaubt, reicht das nicht aus. Das Mittelgericht Attila Hildmann hat keinen Zugriff mehr auf seine Social-Media-Kanäle, Telegram, alles in der Hand von Anonymous, wie auch immer die das hingekriegt haben. Mhm. Interessant. Wir Juristen haben uns überlegt, mit welchen Mitteln wir die Domain pfänden können. Jetzt ist sie anscheinend in den Händen von Unbekannten. Aber so viel nur dazu. Lachst du jetzt gerade hämisch? Nein. Nein, du. Ich, auch hier enthalte ich mich wieder jeglicher Aussage und schiebe es auf meine Unerfahrenheit und meine Naivität. Haben wir damit die Frage beantwortet? Also ich glaube, eine theoretische Gefahr für den Arbeitgeber besteht trotzdem, zumindest wegen dem AGG oder wegen des AGGs in Anspruch genommen zu werden. Wie das dann grundsätzlich entschieden wird, sei mal dahingestellt. Dass es aber zu einem Gerichtsprozess kommen würde, aufgrund religiöser Diskriminierung, kann ich jetzt nicht ausschließen. Also wir Juristen haben ja eine Wertschätzung für schöne Probleme. Wir nehmen sie zur Kenntnis und sagen, großartiges Problem, auch wenn wir die Antwort nicht kennen. Andere Menschen, Nicht-Juristen, möchten eigentlich keine Probleme, sondern Lösungen. Und das macht die Diskussion mit Juristen dann immer so schwierig, weil die so lange das Problem bewundern. Also bewundern wir das Problem, AGG ist ein zusätzliches Problem, was man dabei betrachten würde. Und die Lösung wäre wahrscheinlich für den Arbeitgeber vorab zu fragen, ob sich die Person aus religiösen Gründen nicht impfen lassen kann. Und bedeutet dann andererseits, wenn man sich partout... Dass sehr viele Leute zu dieser Religion überwechseln werden und wir sehr viele Zeugen Jehovas bald haben könnten, aber ändert nichts daran, dass es zumindest ein gangbarer Lösungsweg wäre. Okay, in diesem Sinne, Werbung für Zeugen Jehovas, wenn man sich auf keinen Fall impfen lassen will, könnte das ein Argument sein. Gäbe noch andere, die auch funktionieren könnte. Siehst du, war gar nicht so spät. Hätten wir doch gleich auch live streamen können. Ich gebe dir so einen Knopf für On Air. Dann hätten wir das jetzt direkt auf YouTube hochladen können. Und dann müssten wir es nicht erst noch hochladen, schneiden oder sowas, dann wären wir schon fertig. Schneiden tun wir es auch nicht. Man kann sich fragen, wir sind immer noch auf Sendung, ne? Also wir laufen. Ah ja, hol dir was zu trinken. Man kann sich mal fragen, warum gebt ihr euch nicht ein bisschen mehr Mühe, das schön zu schneiden und hübsche Jingles einzubauen? Und die Antwort dazu lautet eigentlich, dann wird es nicht stattfinden. Also wenn man so ein Video nicht in 20 Minuten aufnehmen und hochladen kann, dann kommen wir halt nicht dazu. Sonst würden wir nicht zu den Mandanten und den anderen Sachen kommen, mit denen man dann tatsächlich sein Geld verdient. In dem Sinne, vielen danke Dank, Alex. Und dann bis zum nächsten Thema.